Ja, ich habe als Kind schon immer sehr gerne gelesen und habe mir auch immer gerne Geschichten ausgedacht, wenn mir das Ende von Büchern nicht gefiel. Mein Vater hat uns immer als Kindern Gute-Nacht-Geschichten erzählt, auf denen mein erstes Buch basiert, die Geschichten von Dackel Waldmann. Ich habe sie dann meiner Tochter und auch meiner Enkelin erzählt und dachte dann irgendwann, es wäre schade, wenn diese schönen Geschichten einfach verschwinden würden. Und habe sie dann mal aufgeschrieben und doch eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich getraut habe, dieses Buch zu veröffentlichen. Und habe dann angefangen, weitere Bücher zu schreiben. Der Zaubertrache war das nächste. Habe eigentlich immer festgestellt, dass ich ein Talent habe, Kinder mit meinen Geschichten zu begeistern und das auch so kindgerecht zu machen, dass die Kinder gerne meine Geschichten gehört haben. Habe, als ich im Kindergarten von meiner Tochter immer mal gearbeitet habe, diese Geschichten, die ich mir ausgedacht habe, an den Kindern ausprobiert. Und die waren eigentlich immer hellauf begeistert und haben sich darüber gefreut und wollten immer mehr und immer mehr Geschichten hören. Ich fand es immer schön, selber Geschichten mir auszudenken und auch die Kinder mit einzubeziehen und zu fragen, ja, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Und die Kinder haben sich da immer auch selbst viel mit eingebracht und fanden es einfach schön. Meine Eltern hatten, als ich Kind war, immer Hunde. Zuerst einen Wolfsspitz, dann einen großen Airedale-Terrier und zuletzt einen kleinen Pudel. Und ich fand das Zusammensein mit Hunden eigentlich immer schön. Die Interaktion mit den Hunden, das Spielen mit den Hunden und habe mir dann, als mein Mann und ich genug Zeit hatten für einen Hund aus dem Tierheim geholt, meine Schäferhündin, die leider mittlerweile seit ein paar Jahren tot ist. Dann hatte ich gleichzeitig mit meiner Schäferhündin das letzte Jahr eine Labradorhündin und habe mir jetzt aus einem spanischen Tierschutz auch noch einen braunen Labrador geholt, um auch solchen Tieren ein Zuhause zu geben, die es vielleicht nicht so gut gehabt haben in ihrem Leben. Ich kann mir ein Leben ohne Hunde nicht mehr vorstellen und ich finde es einfach schön, mit Hunden zusammen zu sein, das zu erleben und die Wärme und die Hunde einem wiedergeben, die Liebe, die einem Hunde geben, zu spüren. Eine Und Hund. das möchte ich gerne auch an Kinder weitergeben. Gerade in dem Buch Ein Hundewelpe zieht ein, möchte ich Kindern helfen, ein richtiges Verhältnis zu einem neuen Hausgenossen zu finden. Ich bin seit 13 Jahren Berufsschullehrerin, hatte ursprünglich mal Ingenieur für Maschinenbau studiert, habe dann zu DDR-Zeiten schon als Lehrerin gearbeitet und finde eigentlich diesen Beruf als Lehrerin sehr schön. Auch wenn es anstrengend und schwierig ist, aber etwas zu vermitteln an Wissen, das macht mir schon Spaß. In dem Buch geht es um einen kleinen Dackel, der zusammen mit einem alten Jagdhund, einem weißen Kater und zuletzt dann auch mit einem Schweinchen im Forsthaus wohnt und sich zur Aufgabe gemacht hat, den Hasen Hoppel, der im Gemüsegarten ständig Obst und Gemüse mopst, zu verjagen. Leider passieren ihm dabei alle möglichen Missgeschicke. Er muss öfters unter die Dusche, als ihm lieb ist. Und um diese beiden Tiere, die geht es. Das zweite Buch sind die Abenteuer eines kleinen Zaubertrachen namens Simsalabim. Es weiß zwar keiner, dass er zaubern kann, aber als er eines Abends die Geschichten vom Großvater hört und da einen Zauberspruch hört und den am nächsten Tag ausprobiert, ist er plötzlich unsichtbar. Und der Großvater erklärt ihm, was er machen muss. Er muss auf die Seesterninsel fliegen und dort den Zaubertrachen besuchen, den steinernen Drachen besuchen. Und es geht um die Abenteuer, die er erlebt,
auf dem Weg zur Seesterninsel. In dieser Geschichte geht es um eine Familie mit drei Kindern von Kindergartenalter, also 5 Jahre bis 12 Jahre, die ein Hundebaby bekommen. Und der Onkel der Kinder hat eine Hundeschule und nimmt sich der Kinder an und erklärt ihnen, was möchte ein Hundebaby, was darf man nicht machen, wie muss man mit einem Hundebaby umgehen. Mir geht es hauptsächlich darum, dass die Kinder sich dort selbst wiederfinden, wenn sie einen Hund bekommen. Und auch wissen, wie gehe ich mit diesem Tier um. Dass ein Hund kein Spielzeug ist und kein Zirkusclown, dass es kein Fernsehhund ist, der von Anfang an alles kann, sondern dass der Hund das alles erst lernen muss. Und dass die Kinder dann nicht enttäuscht sind, wenn der Hund ins Haus kommt und nicht sofort alles kann und macht.